so ein Mist. Da will ich nicht nur. Da will ich nicht rein, auf keinen Fall. Okay, hier gibt's wieder ordentlich was zum Einsammeln. Das ist gut, das ist gut. Hier, Karte des Verarbeitungsbereichs. Okay, nice, Karte. Wir sind hier, da ist der Zerlegungsbereich. Boilerraum-Zerlegungsbereich. Werkstatt. Ich muss da durch. Ich muss da durch. Ja gut, das ist richtig. Das ist okay. Wir haben gewonnen. Wieder genug Munition für alles. Naja, zumindest für ein paar, wenn ich gut zielen kann. Oh, was ist das denn? Sie haben nicht genug Platz. Skorpionsschlüssel. Okay, und was ist das? Dietrich. Schatzfoto. Wir müssen zurück zum Einlagerungsraum. Kraut können wir immer mitnehmen, das ist gut. Gut. Guter Lootraum. Zurück und looten und erstmal verbinden, glaube ich. Erstmal verbinden hier. Riegel. Ah! Das ist es nämlich. Lasst mich kurz in Ruhe, Leute. Okay, Skorpion, Schlüssel. Ist der groß? Nee. Nein! Das ist ein Schatzfoto. Irgendwie in so einem Kamin drin. Hallo. Got it? Dietrich, got it. Ein Kamin. Was ist die Tür? Nee, lass mal. Oder? Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Irgendwas! Hier! Okay, Schatzfoto. Das will ich nicht unbedingt dabei haben, ne? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Gut. Können wir. Gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Hallo? Ja, so. Flintmunition wieder mal. Das ist ein Schlangenschlüssel. Den wir da brauchen. Oh, guck mal. Ja. Sneaky Mistvieh. Skorpion. Ich will sowieso, wenn ich den Skorpionschlüssel... wenn ich den Skorpionschlüssel schon mal habe... beim Billardraum da rein. Weil da ist ja so eine zweite Schrotflinte gewesen. Dann können wir auf jeden Fall eine mitnehmen. Und diesen Raum auch irgendwie clearen. Ich weiß nicht wie... Eins. Zwei. Drei. Daneben. Das war der dritte. Der zweite hat gar nicht gesessen. Ich hab gelogen. Wo kam der jetzt her? Und warum war er da? Kommen die mir... Eins. Zwei. Drei. Zählt das nicht? Eins. Zwei. Oh, nachladen. Aim God. Aim God. Yes. Oh, ich habe so viel Munition wieder verbraten gerade. An diesem Mistding. Hass. Okay. Gehen wir erstmal zurück zum Lootraum. Und packen den Dietrich da raus. Sind die anderen jetzt da auch irgendwie? Weg oder sind die immer noch in dem Boilerraum, wo ich vorhin war? Get it open! Hat funktioniert? Bitte gib mir Munition. Einfach nur einen Haufen Munition, bitte. Yes. Danke! Wurden die resettet oder sind die immer noch auf freiem Fuß? Eins. Zwei. Geblockt, ne? Drei. Nicht geblockt, der war drin. Okay. Meine Pistole ist voller Rotz. Wenn ich jetzt in den nächsten Raum gehe, wird es echt ein bisschen eklig.
Es kommt drauf an, Mann. Man muss sich zusammenreißen und man muss richtig gut zielen können. Das ist ekelhaft. Bäh. Munition. Sehr gut. Immer in Badewannen nach Munition suchen. Das ist das Ding. Wo? Hier ist doch irgendwo jemand. Ich höre doch ihre Schritte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, das ist ein Stärker. Aua. Denn so, was ist denn los mit denen? Mann! Eins, zwei, drei. Weg. Einfacher als gedacht, man muss gar nicht so weit weglaufen. Sechs Schuss noch. War das der Haupt-Tiny hier? Der Crazy Dude? Dein Ernst jetzt? Da. Bist du ein Tänzer oder was? Lass den Leben einfach. Ich will Munition für sowas. Kommt immer wieder, glaube ich. Los! Tür zu! Der ist einfach weg. Nein. Oh Mann, ey. Okay. Roter Hundekopf habe ich. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Du, mein Freund, wirst mir helfen. Gib mir diesen Hundekopf, Mann. Officer. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu spielen. Naja. Okay. Kommen wir auch irgendwann wieder mal zurück, denn da gibt es ja noch viel zu holen. So, warte mal. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen hier oben. Irgendwas gibt's doch hier bestimmt noch. Der Vater. Weißt du, der Vater kann mich. Ich glaube, wir haben alles. Was ist das? Stück Stoff. Munition? Und Kraut. Immer nur Flintenmunition. Ich finde das echt nicht gut. Ich brauche andere. Andere Munition. Komm schon. Es geht nach oben. Will ich da hin? Oder will ich mich hier erstmal noch ein bisschen umsehen? Ich komme nicht rein. Könnte natürlich einfach drüber klettern. So ist es nicht. Geht ja nicht hier. Oh, warte. Oh, ich will da rein. Komme ich hier rein? Links und rechts geht die Tür auf. Das ist gar... Oh ja, da sind wir. Armer Deputy. Ja. Armer Deputy. Oh ne, du verwandelst dich, ne?
heilt gerade. Irgendwie, keine Ahnung. Ist der wieder hier? Muss ich jetzt wieder vorsichtig sein? Oder was? Na, noch nicht. What? Ach so, hey, 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 ich verstehe was. Ich verstehe. Ich verstehe was. Es ist bestimmt gut, um den nächsten Boss irgendwie, also ihn wieder mal wegzupoken, ne? Braucht das Ding. Und da ist er hinter mir, 100 pro, 100 pro. Der das bloß so hindrapiert. Ah, ich wusste es. Surprise, ey. Du kommst hier nicht raus. Lass mich in Frieden, Junge. Komm mal auf, komm mal ran, komm mal ran. Warte mal, wir müssen hier irgendwas Krasses machen. What? Das ging schnell. Okay, Jack, let's do it, Jack. Der hat irgendwie jeden Kampf eine andere Waffe. Kommt mir so vor. Oh Gott. Du kommst hier nicht raus. Oh, alter Mann. Das da? Kettensäge. Wir müssen hier hinten irgendwie stunnen. Ich muss den hier irgendwie stunnen. Dann renne ich zur Tür, mach sie auf. Geht nicht. Hallo? Kommen wir da hin? An die Kettensäge im Moment. Hat funktioniert, oder? Hat noch funktioniert, gerade so. Nein. Nee. Lauf doch! Schwein gehabt. Oh ja. Ich mag nicht für das, was in dir steckt, weißt du? Ah, ist in meinem Mund, Junge. Kriegen wir das Ding nicht auf? Theoretisch? Schweres Werkzeug. Ich muss da irgendwie rankommen. Aber wie? Wie komme ich da rein? Ach, warte mal. Hallo? Oh, deine Axt ist kaputt. Alter, dein Ernst? Ich hab nichts mehr, ich muss ihn wegsägen, ne? Ja?
Ich bin so aufgeregt. Was hier, das hier funktioniert? Okay. Das ist natürlich blöd jetzt. Ja. Scheiße. Blödes Arschgesicht. Ruby! Guter Junge, jetzt geht's los! Du musst einfach nur einen Headshot landen. Einen ganz sauberen Headshot. Ja, der hat nicht funktioniert. Der war nicht gut. Jetzt wird's schwierig, definitiv. Wie soll ich da ausweichen? Wie soll ich da ausweichen? Wie soll ich da ausweichen, sag mal? Wie soll ich da ausweichen? Yes! Oh mein Gott! Es ist so, Alter! Tu mir einen Gefallen und bleib tot! Oh mein Gott! Die zweite Phase, also die dritte, ist so lächerlich schwer einfach. Weil man da nicht ausweichen kann. Wo ist eine blöde... Wo ist eine Maschine hier? Wow! Wow. Gott, ey. Das ist so nervig. Wie viele Versuche waren das jetzt? 300? Mindestens? Das ist ja schlimmer als Dark Souls. Jetzt mal ernsthaft. Wie komme ich jetzt hier hoch? Achso. Jetzt geht's natürlich auf einmal. Und jetzt stürzt das Spiel ab, das wär's, ne?
Ist die jetzt kaputt? Natürlich ist die jetzt kaputt. Hätte sie ja überhaupt nicht gut gebrauchen können für den Fortlauf der Geschichte. Das Mistding, ey. Huh. Der kommt eh nochmal zurück. Guck mal, wir haben immer noch seinen Körper hier. Weißt du, sein Körper ist immer noch hier. Dauert vielleicht ein bisschen. Aber grundsätzlich kommt er bestimmt zurück. Die Frage ist, wer kann mir jetzt noch gefährlich werden, nachdem der gute alte Jack mal wieder semi-tot ist? Für eine gewisse Zeit. Der kommt ja bestimmt nochmal wieder. Das wissen wir ja. Achso, erstmal hochheilen. Ja. Habe ich noch mehr eigentlich, oder war es das? Nur starkes Zeug. Ja. Mist, nur starkes Zeug in der Kiste. Ach, was willst du denn hier, Omi? Glotz mich nicht immer so an. Skorpionsschlüssel. Mhm. Auf ist es. Und da sind wir jetzt an dieser Stelle. Das ist gut. Guter Shortcut. Oh mein Gott, endlich. Wir könnten jetzt theoretisch das Ding direkt einsetzen. Ich bin immer noch nicht vollgeheilt. What? Okay, Moment. Wir haben natürlich die Möglichkeit, da oben noch mal was zu machen. Das ist der Schlangenraum. Ich will in den Skorpionenraum hier drin... Da war eine Schrotflinte zu holen. Okay. Offen! Was haben wir denn hier in diesem Raum? Munition. Und ein Brief, ein Zettel. Liebe Mrs. Baker, wir... Nee, warte mal. Wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahme abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichten könnten, mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Crawford Lang, Allgemeines Krankenhaus Dulwey. Mrs. mit Problemen. Munition, Munition. Flüssige Chemikalie und ein bisschen Munition. Ist das für ein Zettel? Ich bin es leid, die ganzen Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hunde Kopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegeraum im Keller. Kommt ein bisschen spät, was? What? Was soll ich denn damit? Da fehlt bestimmt irgendwas. Da können wir irgendwas einsetzen. Garantiert einen Zahn. Und dann bringt uns das irgendwo hin. Oder nicht? Und warum sind diese Räume so mit Skorpionzeichen gekennzeichnet? Na, das versteht mal einer, was? Okay. Ach so. Ich muss es ja auswählen. Die Tür ist offen. Türe ist praktischerweise offen. Oder? Oh, yes. Du kommst hier nicht raus. Ich will auch noch gar nicht raus. Tatsächlich will ich die Schrotflinte holen. Die war doch da am Fenster zu sehen. Bin ich blöde? Moment. Genau deswegen war ich doch gerade da oben im Raum. Oh, Mann. Mit defekte Flinte. Okay, die ist defekt. Das läuft. Wir werden es sehen. Die defekte Flinte. Tja, jetzt haben wir eine Flinte. Ohne Munition. Lass mal rausgehen. Guten Tag. Jetzt bin ich draußen und ich bin wütend.
Dietrich. Perfekt. Sehr schön. Könnte mir echt was bringen hier. Bleiben wir mal beim Haus direkt. Wir scannen die Umgebung. Ja? Kraut? Ich habe wieder keinen Platz mehr im Inventar. Ich sehe schon. Jetzt erst recht nicht mehr. Es ist vorbei. Platzmangel wird groß geschrieben hier. In Caps. Platzmangel. Da ist eine andere Hütte. Der Wohnwagen wirkt so einladend. Das ist was? Erstmal hier reingehen. Hey! Wow. Okay, wir müssen was einsetzen. Was ist das? Was ist das? Oh, wieder mal ein Speicherabteil. Cool. Was haben wir hier? Ja, ein Bustier, ein BH. Vielleicht. Was? Vielleicht gehört der Zoe. Möglich. Who knows? Noch eine Knarre? Was? Eine Doppelknarre? Defekte Pistole. Oh, okay. Wo wir schon mal hier sind. Lass mal die Schrotflinte weglegen. Ah. Haben wir gemacht. Tonband speichern noch nicht. Erstmal alles angucken hier. Telefon? Gut, da wird niemand rangehen. Da wird niemand rangehen. Wieder mal so ein Tape, antike Münze. Da ist eine Knarre drin. Verwenden des Objekts einen neuen, steht da. Oh, funktioniert. Eine 8. Oh nee, oh warte. Das ist ein großes Rätsel wahrscheinlich. Moment. Dieser Kühlschrank geht ja fast noch. Der ist ja noch einigermaßen okay. Ne? Den kann man ja anbieten. Ich meine, das ist schon ein bisschen... Aber im Vergleich zum anderen, was ist das hier? Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein. Unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Das Serum. Alle sind sie so ein bisschen am Arsch, ne? Okay, Hinweise. Foto. Da war noch alles gut, ne? Für sie ist es zu spät. So langsam. Ah, okay. 44er Mag, viel Rückschlag, was? Und hohe Mannstoppwirkung, okay. Ach so, wir können uns jetzt überlegen, was wir davon nehmen. Stabilisierer erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Oh. Das? Steroide erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Das brauche ich definitiv. Das ist wichtiger als alles andere. 1, 5, das sieht richtig all aus. Ha. Schönes Klo, ne? Das ist also ein Ort zum Wohlfühlen. Telefon, okay. Hey, hier bin ich. Zoe? Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Okay. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für Mia. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Warte mal, wenn das die Mutter ist... Zoe? Lass mal da lang gehen. Wo könnte man hier hinkommen? Rot und blau. Zu verwendendes Objekt auswählen. Ha! Huh. Das sieht nach einer Lootbude aus. Da will ich rein. Definitiv. Aber wie?
Nee, ist keine Lootbude, ist ein Weg nach oben wieder. Okay. Zurück zum Haus da hinten. Oder können wir da gar nicht mehr rein? Nee, das ist jetzt keine Option. Wir müssen da lang. Links, rechts. Rechts müssen wir. Willkommen hier. Ach, das ist ja... Ja. Stimmt, da hast du doch lang gelaufen. Meine Frau, als sie noch lebte. Normal. Mehr oder minder normal. Hallöchen. Flintenmunition. Kakerlaken ohne Ende. Warum denn Flintenmunition? Ich brauche keine Flintenmunition. Ich brauche richtige Munition. Für die Pistole. Für die Pistole. Komm schon. Aber gut. Wow, ist das eine Fett... Was ist das? Sind die böse? Scheinbar. Wow, so richtig fette Monstermotten. Okay. Puh. Läuft jemand lang? Das ist ja ekelhaft. So. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ernsthaft? Flammenwerfer? Was ist das da hinten, da wo meine Spitze gerade hinzeigt? Was ist das? Vielleicht will ich da gar nicht hin. Oh nee. Das ist so ein ekelhaftes Nest. Muss vorsichtig sein, ganz, ganz vorsichtig. Flammenwerfer brauchen wir. Flammenwerfer, okay, Hinweis. Wir müssen Flammenwerfer holen, um da durchzukommen. Anders wird das nicht funktionieren. Schätze ich mal. Und wieso ist hier alles eingebrochen? She's upstairs. Go up. Okay. Das ist echt nervig, Mann. Kann ich da reingehen? Ja, kann ich, ne? Nee, kann ich nicht. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Ich könnte einfach rennen, ne? Ich könnte einfach rennen. Let's run. Huh. Das ist ja widerlich. Diese blöden Viecher. Wie sieht's aus? Gelb. Gelb ist nicht gut, aber besser als rot. Ja. What? Festbrennstoff? Habe ich das jetzt genommen oder habe ich das dabei? Festbrennstoff. Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird, kann allein nicht verwendet werden. Na? Na gut. Okay. Was habe ich gerade mitgenommen? Was war das? Keine Ahnung. Tür zu! Das ist ja furchtbar hier. Sind da lauter Spinnen dran an dem Ding? Ernsthaft? Tür zu. Oh mein Gott! Oh Gott, ich bin voller... Ich habe lauter Pickel jetzt am Arm. Erste Hilfe Arznei, sehr gut. Können wir direkt mal benutzen. Igitt, ich wurde voll gestochen. Oh, was soll denn sowas hier? Alles ist mit Spinnen und Fliegen abgesichert. Ekelhafte Motten. No need for that. Da kommen wir nicht durch. Da können wir vielleicht hin. Puh, okay, da geht's auch noch weiter. Ayo!
Noch ein Dietrich. Können wir den mitnehmen? Den haben wir dabei. Ist mein Inventar schon größer geworden? No. Wir brauchen ein größeres Inventar. Definitiv. Vorsicht. Einfach vorbeilaufen. Du blöde Monstermotte. Du auch. Puh. Mhm. Brennerdüse, okay. Das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Die ganzen geilen Sachen, die hier liegen, kann ich nicht mitnehmen. Ich muss mein Inventar clearen. Und wiederkommen. Huh. Karte des alten Hauses. Okay. Lass mal gucken. Der Saloon, die Galerie. In die Galerie wollen wir. Da kommen wir her. Da ist Wasser überall. Das Wohnzimmer. Achso, das ist der Raum. Keller. Okay. Yeah. Hallo. Alte Handtasche. Das war's. Das kennen wir ja schon. Wo ist denn das Ding? Ich habe nichts zum Drauflegen. Brennergriff. Okay, sehr gut. Brennergriff ist schon mal da. Müll. Kann ich nicht mitnehmen. Pistolenmunition immer gern gesehen. Können wir hier speichern, bitte? Sieht so aus, ne? Yes! Yes! Okay, gut. Was da drin? Egal, erstmal einrollen. Genug Platz für alles. Was haben wir hier drin? Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Yes! Mehr Objekte. Oh, diese Hütten, ne? Diese Safe-Hütten sind so geil. Dich hasse ich. Blöder Wobble-Cop. Okay, damit können wir jetzt vielleicht schon das Ding zusammensetzen, ne? Zu der ultimativen Waffe. Kombinieren. Nein. Nein. Die Frage ist, wie bringt man das zusammen? Ach so. Oh. Did it. Einfach so im Inventar, natürlich. Natürlich. 150 haben wir jetzt. Guten Tag. Alles klar, Junge. Lass mal looten da hinten. Lass mal looten und leveln. Leveln und looten.